So. Und Peng. Und ein Orb of All Augmentation wieder. Das ist der gleiche, oder? Ja. So. Ups. Nicht daneben klicken, Dragovasler. Komm schon. Diesen Zäh hier. Aber kein Problem. So, auf diese konzentrieren, weil sie schneller ist. Auch Fernkämpfer ein bisschen bevorzugen als Fernkämpfer selbst. Ui. Ja, nichts mit Steinen schießen. Ach komm. So. Hier oben. Okay, geht's hier oben weiter. Ich glaube, es geht bei beiden Orten weiter, also gehen wir mal oben durch. Und ja, wir haben eine bessere Wand. Ja, okay. Ja, Attack Speed ist gut. Ja, 6% und Fire Gems haben wir. Okay, Fire Trap gehört zu Feuer, also plus einen Level from Item. Und dadurch machen wir ein bisschen mehr Schaden mit dem Skill. Den machen wir hier auf die rechte Maustaste und schauen gleich mal. Peng. Lassen wir die Gegner brennen. Okay, Freps hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Das ist sehr gut. Und wir können weiter skillen. Machen wir 3 erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit, damit wir schneller vorwärts kommen. Und wir brauchen ja die auch zum Weiterskillen. Also gut. So, okay, okay, okay. Das sind gerade ein bisschen viel. Yeah, Action! Okay, ich konnte keine mehr werfen. Weil, hier seht ihr, wie viel man sie einsetzen kann, bevor es Cooldown gibt. Und mehr als 3 können nicht gleichzeitig irgendwo sein. Ah, das ist jetzt eine Strongbox, okay. Und wenn wir jetzt die aufmachen, sterben wir, oder was? Ich hoffe nicht. Ja, im ersten Let's Play habe ich ja mit den gebrauchten, also mit den Items, die ich schon in der Kiste hatte, ein bisschen gespielt, getestet und so. Aber ich habe gemerkt, es wird nicht so spannend und darum habe ich jetzt, ohne dass ich jetzt einfach sage, ich werde die Items in der Kiste nie verwenden oder so, einfach mal eine neue Liga angefangen und ja. Und es macht deutlich mehr Spaß, also ja, ich will ja auch die Items, also ich will vor allem Updates finden und so. Und deshalb, ja, suchen wir gemeinsam in diesem Let's Play, ohne dass ich andere Charakter mache und spiele. In dieser Liga machen wir das Let's Play fertig, also ganz komplett. Mal schauen, wie lange wir brauchen. Also, wir haben hier ein Level Up von der Fire Trap. Dadurch
sollte sie auch wieder stärker, die kann leveln, 20 Level. Dann gibt es noch Fahligems, die können höher leveln und sie bekommen ja auch noch Level durch die Items, zum Beispiel hier plus 1 to Level of Firegems in diese Item. Okay, jetzt haben wir doch, was haben wir jetzt bekommen? Ein Level haben wir nicht bekommen. Ah, einfach nur den Gem. Okay, machen wir die Kiste auf. Guarded by 3 Packs of Monster. Ja, aha. Und dann bekommen wir eine Belohnung oder was? Easy. Ah, danke schön. Sehr schön. Okay. Das gibt's wahrscheinlich in jeder Map, hoffentlich. Und mit dem könnten wir dann ja gut wahrscheinlich Items finden. Keine Ahnung, wie es denn später so ist. So, einen Hut, okay. Einen Eisenhut, der superior ist, also das ist Qualität höher, die bekommt immer Quality plus irgendwas. Und hier ist es 12%. Und das erhöht die Armor, die Invasion Rating, also die Auswehrchance oder das Energieschild, bisschen von der Rüstung. So, ja. Wir haben ein paar Gems noch hochgelevelt, jetzt haben wir Handschuhe mit 6 Armor und ja. Von der ersten Map, also sagen wir die zweite Map, ist der Ausgang eigentlich immer rechts unten, dann gehen wir jetzt rechts unten hin. Und wir sind schon recht stark. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also es sind ja noch leichte Gebiete, aber ich meine einfach, der Sprung vom Anfang bis jetzt ist schon recht groß. Also, wir wurden schon recht viel stärker. Ja, ich hoffe, das Let's Play wird auch ein bisschen spannender, zufällig und so, dass es mehr Leute anlockt. Der letzte Versuch von Path of Exile war nicht so extrem erfolgreich. Dann habe ich sie auch mehr oder weniger abgebrochen. Eigentlich habe ich zuerst einfach pausiert und gedacht, ja, die Leute kommen schon oder wollen es schon schauen, aber leider wurde daraus nichts. Ja, kann ich verstehen, es ist nicht sehr spannend zuzuschauen in einem Action-Rollenspiel, aber man kann auch sehr viel lernen bei mir. Also schaut es trotzdem, wenn ihr es schlecht findet, könnt ihr immer noch aufhören es schauen. So, hier gibt es einen WP. Komm, lade. So. Damit können wir zurück und überall hin teleportieren zu anderen WPs. So. Das heißt einfach Wegpunkt. Und, ja, Schnellreisepunkt. So, das Zepter identifizieren wir noch nicht. Wir verkaufen hier ein paar Items. Hier haben wir noch den Gem jetzt ist noch den. Können wir das nicht rausnehmen? Okay, legal.
zuerst muss ich den rausnehmen. Und ja, den können wir verkaufen. So. Jetzt haben wir hier ein paar. Oh. Schriftrollen. Gut. Mit dem blauen können wir jetzt mal ein Portal aufmachen, damit wir in die Stadt können. Und ja. Der wäre eigentlich gut, aber das ist ein Mace, der hat nur Nahkampf. Wir könnten ihn in die Kiste geben und den anderen Leuten schenken. So. Und den Dolch hier können wir verkaufen. So. Sortieren kurz. So. Und jetzt Ding haben wir noch nicht, Orbs. Außer den natürlich. Schauen wir hier mal nach den Stäben. Nö. Einen Gürtel können wir kaufen, aber die sind teuer. Ja, machen wir weiter. Gehen wir wieder durch das Portal. So. Also durch den Wegpunkt und gehen wir zurück. Wir haben noch ein anderes Gebiet zu machen. Da gibt es auch eine Quest. Und die ist hier unten. So. Der Boss hier bei Tiddle Island ist ein bisschen tricky mit dem Vereisen, aber wenn ihr immer gut ausweicht, ist eigentlich leicht. Also ich sage jetzt für die nächsten Schwierigkeitsgraden, bei normal ist das sowieso easy. Und wenn ihr Probleme habt, eben die Taktik ist einfach nicht treffen lassen mit dem von dem Eisplitter und ja. Kein Problem sonst. So, Level Up. Jetzt können wir hier Projektil Damage machen. Der Stab hat auch Projektile. Projektile sind eigentlich alle Geschosse, die von Waffen kommen. So. Also das heißt jetzt nicht, wir machen 8% mehr Schaden, sondern der Stab macht 8% mehr Schaden. So, die weißen Items brauchen wir momentan nicht. Also ich schaue, wo es Verbesserungen gibt, klar. Aber am Anfang reichten eigentlich reicht es schon eigentlich die blauen nur aufzunehmen und die gelben, also die höheren noch, die seltenen Items, also die weißen habe ich einfach mal ausgelassen. Die sind auch genug stark, wenn wir nur die blauen aufnehmen. Und wir haben ja eigentlich schon überall weiße, außer Gürtel, die Stiefel und das Amulett. Dann schaue ich, ob wir die droppen, aber ich nehme sie nur auf, wenn wir sie brauchen. Was ihr machen könnt, ist alles einsammeln und dann nehmen wir in die Stadt gehen und zu verkaufen, aber im Path of Exile bringt es nicht so viel. So. Ach ja, es ist wieder ein Let's Have, also da könnt ihr gut was lernen in diesem Spiel. Und ich werde natürlich auch sehr viel wieder reden über andere Sachen, nicht nur über Path of Exile. Ah, da ist der Boss. Und er killt uns. Ja, keine Chance, wir können keinen Heiltrank trinken, wenn wir vereist sind. Da ist unser erster Tod, der ist leider für den Anfang noch ein bisschen stark. Ich dachte, der wäre schaffbar. Ja, wäre schon schaffbar, aber man müsste eben rausweichen. Das ist nicht mein ja, ich will nicht zu viel ausweichen. Ist nicht so meine Richtung. Okay, jetzt haben wir hier zwei Gems.
die erhöhen die Qualität von hier Waffe und hier Rüstung. Und dazu müsst ihr das Zeugs hier hinlegen. Ich glaube, es geht auch im Inventar, aber es dürfen keine Gems drin sein. Und dadurch, dann könnt ihr rechts klicken, dann habt ihr es auf dem Zeiger und könnt links klicken auf ein Item, wo ihr die Qualität erhöhen könnt. Jetzt steht oben bei den grauen Sachen kein Quality. Und jetzt steht Quality in grau und das erhöht immer plus 2. Also hier auch plus 2. Blum. Plus 2. Und dadurch erhöht sich eben die Qualität bis 20% und dadurch auch die Rüstung und hier den Schaden der Waffe und wahrscheinlich auch mein, der Net-Attack-Speed kommt von den Bonis vom